2020 ist ein olympisches Jahr, denn in Tokio werden die Sommerspiele ausgetragen. Und aus Bayern werden dann mehrere Schützen mit dabei sein. Eine davon Monika Karsch aus Regensburg. Das Jahr 2020 ist olympisch. Bereits jetzt fiebern die Sportlerinnen und Sportler des deutschen Schießsports den Olympischen Spielen in Tokio entgegen. Darunter auch Monika Karsch. Die gebürtige Schongauerin von der Hauptschützengesellschaft Regensburg tritt beim Sportschießen in den Disziplinen 10 Meter Luftpistole im Einzel und Mixed sowie über 25 Metern mit der Sportpistole an. An Olympia hat Monika gute Erinnerungen. Ihr größter Erfolg bleibt bis heute der Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro. Spätestens seitdem ist Monika Karsch eines der Gesichter des deutschen Schießsports. Im vergangenen Jahr feierte die 38-Jährige unter anderem 4 erste Plätze bei den Europameisterschaften sowie den 4. Platz beim Weltcupfinale in Peking. Für dieses Olympiajahr plant die aktuelle Weltranglisten-Siebte den Gewinn weiterer Medaillen. Dafür startet sie jetzt in die finale Vorbereitungsphase. Und bei der Europameisterschaft, da gab es bereits Bronze im Team für Monika Karsch, die heute zu Gast ist in der Sendung, und an ihrer Seite auch die Bundestrainerin Barbara Georgi. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Nur Bronze oder schon Bronze gewonnen? Wie war's denn? Ja, also am Ende war das wirklich sehr wichtig, dass wir eine Medaille gewonnen haben, und wir haben uns echt riesig gefreut über die Bronze. Also ich glaube, es war so für mich ein toller Abschluss von dieser Europameisterschaft, und es war dann schön, dass wir echt mit einer Medaille heimfahren haben können. Die nicht so gut gelaufen ist. War so ein bisschen so eine gebrauchte EM für dich. Ja. Was war los? Also ich war nicht so ganz in Form, wir haben es schon ein paar Tage vorher gemerkt, und ich dachte dann eigentlich, dass ich dann, wenn ich dort bin, vor Ort, mit diesem Wettkampffeeling und mit Wettkampfgefühl, dass ich dann im Endeffekt nahe komme und dass ich mich dann im Endeffekt nochmal steigern kann, aber leider kam es nicht, und im Wettkampf war es echt schwierig. Also ich habe schon gekämpft und mein Bestes getan, aber letztendlich war ich nicht zufrieden. Was heißt denn beim Schützen nicht in Form? Hast du Schluck aufgehabt und dadurch geht es dann mal so ein bisschen mehr Streuung oder was war? Nein, leider. Ich habe die Leichtigkeit dazu ein bisschen gefehlt, auch um hohe Serien zu schießen. Und das hat sich angedeutet ein paar Tage vorher im Training. Und dann fehlt so die Sicherheit und die nötige Zuversicht. Ich habe mir es versucht einzureden und positiv mich zu bestimmen. Aber ja, es hat dann wirklich an dem Wettkampf dann auch nicht funktioniert. Barbara, der Höhepunkt, die ist ja klar, sind die Olympischen Spiele in Tokio. Genau. Allerdings im Augenblick muss man sagen, das wackelt vielleicht. Der Weltcup fürs kommende Wochenende in Neu-Delhi schon abgesagt worden. Also auch bei euch langsam macht sich Corona bemerkbar. Seid ihr noch zuversichtlich, dass Tokio dann sein wird, wann es sein soll, nämlich wirklich im Sommer? Ja, also wir gehen davon aus, dass es so ist. Wir werden auch alles dafür tun, dass wir zu dem Zeitpunkt fit sind und mit der stärksten Mannschaft dahin fahren. Das ist unser Ziel, ja. Aber was macht ihr, wenn es heißt, nein, Corona hat gerade seine Hochzeit, oder es gibt Bestimmungen, das IOC kann ja verschieben? Theoretisch sogar bis in den Dezember hinein. So wie ich das verstanden habe, ja. Dann werden wir uns auf den Dezember wieder vorbereiten. Wir werden auf alles vorbereitet sein. Wir müssen dann reagieren, wenn es feststeht. Aber im Moment steht fest, die Olympischen Spiele sind im Juli, August. Ist es denn schwierig, wenn so ein Termin anfixiert wird? Weil dann soll ja das leistungshoch sein. Du kannst es ja nicht über 6, 7 Monate halten. Also wir tun jetzt mal so, als würde alles ganz normal stattfinden. Wir steuern auch unser Training, unsere Wettkämpfe komplett danach. Und dann warten wir mal ab, was passiert. Und am Ende, wenn es wirklich anders kommt, wie wir meinen, dann muss jede Nation und jeder Sportler damit umgehen können. Und dann machen wir das Beste draus. Und ich glaube, dass wir damit zurechtkommen werden. Also man versucht natürlich, den Höhepunkt auf einen bestimmten Zeitraum zu legen. Das ist ja auch bei mir in den letzten Jahren echt gut gelungen. Und wir machen das jetzt einfach dieses Jahr wieder genauso. Und dann schauen wir mal ab, was dann passiert im Juli. Also ich kann mich erinnern, 2015 war es noch so, da war das echt wackelig mit der Qualifikation für Olympia. Der sogenannte Quotenplatz, der wollte erst nicht kommen. Und ich glaube, auf den letzten Schuss hast du es dann wirklich noch hingekriegt und dann Silber gewonnen. Bist du ein Typ, der so ein bisschen Druck braucht? Machst du das selbst aber gespannt ganz gern? Ja, das war jetzt nicht so ganz gewollt. Also wir hätten es natürlich gerne schon ein bisschen sicherer vorher gehabt. Aber auch da, 2016, haben wir es so gemacht. Das war nicht, glaube ich, mich zu den Spielen qualifizieren. Und wir haben aber die Planung, die ganze Steuerung über den Winter, das Frühjahr, das ganze Training eigentlich so drauf ausgelegt, dass als würde ich zu den Olympischen Spielen fahren und als würde ich dort in Topform sein.
Und letztendlich habe ich mich qualifiziert, ich war dann in Topform und so wollen wir es eigentlich gerne dieses Jahr wieder machen. Jetzt habe ich ja gedacht, du bist schon fix qualifiziert, aber nein, du hast einen Quotenplatz. Genau. Aber? Genau, also wir haben zwei Quotenplätze mit der Disziplin Sportpistole. Und das heißt erstmal, dass wir Deutschen oder unsere Gruppe startberechtigt ist mit zwei Starterinnen. Theoretisch könnte noch was dazukommen. Das wäre natürlich für unsere Mannschaft super, wenn da noch was kommt. Und wenn nicht, dann ist es auch so. Und wir haben jetzt Ende im April und im Mai interne Qualifikationen und dann werden sich qualifizieren und dann steht fest, ich denke mal Mitte Mai, wie die Namen heißen, die dann nach Tokio gehen. Silber war es in Rio. Was traust Monika zu? Du kennst sie ja schon einige Jahre. Ich glaube, ihr habt schon im Juniorenbereich zusammengearbeitet. Hat sie noch ein bisschen mehr Pulver im Lauf? Da ist noch der ganz große Schuss, der Goldtreffer drin? Das werden wir sehen. Also wenn ich das nicht zuversichtlich wäre, das wäre traurig. Also wie die letzte Saison lief, muss ich sagen, da ist richtig viel drin. Und wir werden sehen, was rauskommt. Sie wird ihr Bestes tun. Wir werden uns bestmöglich vorbereiten. Und wenn Gold kommt, dann ist es umso besser. Das ist so tief entspannt bei euch. Ich habe schon gedacht, so allmählich, jetzt wird es noch mal ein bisschen zappelig werden, weil wenn Olympia ansteht, die Schützen sind immer unter besonderer Beobachtung, die sollen ja dann immer liefern. Ja. Ist das eine Drucksituation? Ihr werdet die Woche jetzt auch trainieren hier in Garching-Hochbrück und durch den ausgefallenen Weltcup kriegt dieses Training wahrscheinlich sogar noch mehr Wert, damit ihr bestimmen könnt, wie gut sind alle. Also kommt da jetzt einfach noch ein bisschen mehr Erwartungshaltung, sei es vom Nationalen Olympischen Komitee etc.? Also der Druck kommt auf jeden Fall. Erstmal haben wir noch so ein Quotenplatzturnier. Wie Moni sagte, da könnten auch noch ein Quotenplatz für die Luftpistole kommen. Das ist Ende Mai. Und da ist auf jeden Fall Druck da. Also es gibt noch Sportler, die sich auch gerne über die Luftpistole qualifizieren wollen. Die haben Druck. Ich sage mal, die fünf Sportlerinnen, die um die zwei Plätze Sportpistole kämpfen, die haben auch Druck. Und wenn wir zur Olympia fahren, haben wir auch Druck. Aber wir wollen da nicht als Touristen hinfahren. Ich danke, dass ihr heute vorbeigeschaut habt. Die nächsten Tage seid ihr hier in der Nähe. Wir werden euch mal beim Training auch besuchen die nächsten Tage. Und mal schauen, wie gut es schon läuft oder wie gut es aktuell dann vielleicht noch Verbesserungen gibt. Übrigens, Monika, noch vielen Dank hier fürs Foto vom Team von der Europameisterschaft, dass du uns mitgebracht hast mit der Gruppe. Mal gucken, wer da alles mit dann dabei ist. Mit dabei. Und, jetzt sehe ich es mich gerade erst. Danke, liebes München-TV-Team. Hoffe, wir sehen uns noch ganz oft mit vielen erfolgreichen Berichten. Alles Liebe, Monika Karsch. Ja, so sind unsere Gäste. Danke euch fürs Kommen.